Willkommen bei Algebraba. In diesem Video geht es ein bisschen darum, die Ableitung ganz rationaler Funktionen zu üben. Ich habe rechts oben nochmal aufgeschrieben, wie das Ganze funktioniert. Also man hat quasi eine Funktion, die gegeben ist, f von x ist gleich x hoch n. Und wenn wir diese ableiten, dann senkt sich der Exponent um 1 und der Faktor, der ursprüngliche Exponent, der wird vorne dran multipliziert an das Ganze. Jetzt habe ich hier 9 Funktionen einfach mal aufgeschrieben, die sind unterschiedlich schwer, beziehungsweise, ja, also das Schema bleibt ja eh bei allen gleich, aber sie sehen halt unterschiedlich aus. Und ja, ich würde euch vorschlagen, probiert es erstmal selbst und wir machen jeweils, ich würde sagen, von jeder Funktion einfach 2 Ableitungen, weil im Regelfall muss man 2 machen, um die Wendepunkte zu finden. Die dritte muss man nicht zwingend machen, weil man könnte ja auch zeigen, dass es ein Wendepunkt ist anhand des Vorzeichenwechselkriteriums. Deswegen aber 2 muss man im Regelfall hinkriegen. Deswegen machen wir jetzt einfach mal bei jeder Funktion die ersten beiden Ableitungen. Gut, fangen wir einfach mal an. Also, dann wäre f' von x. 3 mal 5 ist 15, x hoch 4 plus 12x Quadrat plus 2x minus 1 fällt weg. Gut, die zweite Ableitung, f2' von x ist gleich 60x hoch 3 plus 24x plus 2. Gut, das ging ja eigentlich recht flott. Dann g von x leiten wir auch ab. G' von x. 6 mal 4 ist 24, x hoch 3. Minus 14x, 6 fällt weg. G2' von x ist dann 24 mal 3 sind 72, x Quadrat minus 14. So, die nächste. H' von x. 3 mal 7 ist 21, x hoch 6 plus 12, x hoch 3 minus 12x und die 2 fällt weg. Dann haben wir h2' von x. 21 mal 6 sind 126. X hoch 5 plus 36x Quadrat minus 12. Gut, die nächste. P' von x. 6 mal 3 ist 18. X Quadrat minus 14x plus 3. P2' von x. Ist dann 36x minus 14 und die 3 fällt weg. Q' von x, 8 mal 4, 32, x hoch 3, minus 7 mal 2 sind 14x plus 12. Dann noch Q2' von x, 32 mal 3 sind 96. X Quadrat minus 14, die 12 fällt weg. K' von x. 7 mal 7 ist 49, x hoch 6 plus 30, x hoch 4 minus 8x, die 3 fällt weg. K2' von x. 49 mal 6 ist 294. X hoch 5 plus 120x hoch 3 minus 8. So, L von x. Hier habe ich mal mir gedacht, okay, lassen wir mal ein paar Dinge noch variabel. Also ich meine, das Verfahren ändert sich dadurch nicht, aber sowas kann euch auch mal vorkommen. Durchaus in den Klausuren könnt ihr sowas sehen, vielleicht auch in irgendwelchen Übungen. Ich weiß es noch nicht. Das hängt dann auch ein bisschen von eurem Lehrer ab, wann er euch was präsentiert. Das heißt, hier einfach die 7 runter. Es ist im Grunde genommen genau das Gleiche. Wir tun einfach so, als würde hier was stehen und machen einfach stur das Verfahren durch. Es ist nicht so schwierig. Also 7ax hoch 6 plus 4bx hoch 3. C ist nur eine Konstante, die fällt weg. L2' von x ist gleich 42ax hoch 5 plus 12bx Quadrat. Bei t von x ist das Ganze noch ein bisschen stärker quasi.
in Anführungsstrichen. Wir haben t' von x. Wir packen einfach das a mit runter. Deswegen haben wir dann a Quadrat x hoch a minus 1 plus 7b Quadrat x hoch b minus 1. Und t2' von x ist dann, und jetzt muss man ein bisschen aufpassen, man kann es nicht mehr ganz so wunderschön zusammenfassen. Es ist dann a minus 1 mal a Quadrat x hoch a minus 2 plus b minus 1 mal 7b Quadrat x hoch b minus 2. Sieht jetzt ein bisschen unschön aus, aber kann natürlich passieren, dass sowas auch dran kommt. Und ich sage euch, im Vergleich zu manch anderen Ableitungen ist das wirklich noch äußerst human. Ihr werdet sehen, später gibt es noch Ableitungen, da muss man schon einige Umformungstricks beherrschen, um das hinzukriegen. Aber dazu kommen wir dann später. Also das hat mit ganz rationalen Funktionen nichts mehr zu tun. So, dann die letzte. Ich fange mal ein bisschen versetzt an, damit das hier nicht ineinander reingerät. S' von x ist 24x plus 3 und S2' von x ist gleich 24. Mehr bleibt hier nicht übrig. Hier machen wir vielleicht noch einmal die dritte Ableitung, einfach nur damit ihr das seht. Wenn ihr nur noch eine Konstante habt, ist die nächste Ableitung dann 0, weil die Konstante fällt ja weg bei jeder Ableitung und deswegen bleibt dann einfach gar nichts mehr übrig. Das ist dann einfach nur noch quasi ein Strich, der genau auf der x-Achse liegt. Gut, ich hoffe, ihr habt das soweit alles richtig ableiten können. Wenn nicht, dann solltet ihr es noch ein bisschen üben, weil Ableiten ist wirklich äußerst elementar. Sollte es nur an t von x gelegen haben, ja, das ich sag mal so, das ist jetzt nicht das, was man unbedingt können muss, aber also f von x bis k von x solltet ihr auf jeden Fall im Schlaf schon können, wenn ihr ja in der Oberstufe seid, ist das eigentlich das A und O, ableiten zu können. Gut, das war's dann soweit von mir. Wenn es noch irgendwelche Fragen gibt, warum, wie, was, wo, oder ihr wollt noch mehr Übungen oder sonst irgendwas, einfach die Kommentare und dann bis zum nächsten Mal. Tschö!